Es ist bisher der größte Erfolg der Vereinsgeschichte für die SG Motor Wilsdruff. Halbfinale im Sachsenpokal und der heutige Gegner ist niemand anderes als der Rekordsieger, der Chemnitzer FC. Das wird heute also eine wirkliche Mammutaufgabe für den Vorletzten der Sachsenliga. Zum Glück konnte man am letzten Wochenende schon mal den zweiten Ligasieg einfahren. Der sorgt für zusätzliches Selbstvertrauen in der Mannschaft von Paul Raabe. Das brauchen sie heute auch gegen den spielstarken Regionalligisten, der die vierte Finalteilnahme in Folge klar machen will. Der Matchplan von Paul Raabe und seiner SG lautet heute: tief stehen, den FC kommen lassen und auf Kontermöglichkeiten warten. Und vielleicht bringt man die Gäste ja in eine Verlängerung oder in ein Elfmeterschießen. In 4 der 5 Sachsen-Pokalspiele gewann Wilsdruff nach der regulären Spielzeit. Die erste Chance der Partie hat der 6. der Regionalliga. Keller per Kopf setzt seinen Versuch jedoch einen Tick zu hoch an. In der 22. Minute dann eine Schrecksekunde für die Hausherren. Kindermann muss verletzt raus. Bitte kurz wegschauen, die Zeitlupe ist nichts für schwache Gemüter. Kindermann verdreht sich hier das rechte Knie. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung. Von der SG ist wie zu erwarten offensiv nicht viel zu sehen. Stürenberg versucht hier mal seinen Körper einzusetzen, mehr kommt aber nicht von den Gastgebern. Die insgesamt 1100 Zuschauer sehen ein bisher einseitiges Spiel. Chemnitz versucht viel, tut sich aber schwer. Das ist Kassiel und der hat die Übersicht für Peck Liuka. Probiert es mit links, doch Knob klärt in allerletzter Sekunde auf der Linie. Was für eine Rettungstat. Kurz vor der Pause haben die Gäste nochmal eine lukrative Freistoßposition. Pelivan macht's. Sein Versuch setzt auf der Latte auf. Arnold wäre vermutlich aber auch da gewesen. Mit 0:0 geht es dann auch in die Halbzeit. FC-Coach Christian Tiffert nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die bisher wenig Ideen zeigt, wie sie das Abwehrbollwerk der SG brechen will. Rein geht es in die zweite Hälfte und da zeigt sich auch mal Wilsdruff am FC-Strafraum. Morgenstern wuselt sich da irgendwie durch, wird jedoch dann entscheidend gestört. Die 200 mitgereisten Chemnitzer Fans sehen auch in den zweiten 45 Minuten das gleiche Bild. Der FC mit 90% Ballbesitz, aber bisher noch kein Durchkommen bei der SG. Deshalb probiert hier Keller es mal aus der Distanz mit links. Immerhin mal eine Annäherung. Keine 6 Minuten später. Wieder ist es Keller, 25 Meter vom Tor entfernt und dann fasst er sich einfach mal ein Herz. Wenn's aus dem Spiel nicht läuft, dann muss man es manchmal mit der Brechstange probieren. Was für ein Traumtor vom Chemnitzer Eigengewächs. Keine Chance für Arnold im SG-Tor. Kurz vor Schluss öffnen die Wilsdruffer dann ihr Abwehrbollwerk und versuchen irgendwie zum Ausgleich zu kommen. Seitenwechsel auf Englicht. Und der legt nochmal ab für Morgenstern. Walter wirft sich jedoch in den Schuss und kann den Ausgleich verhindern. Das wäre die Sensation gewesen. Wieder auf der anderen Seite. Wir schreiben die letzte Spielminute. Brückmann gibt den nochmal zurück auf Schimmel. Und der findet den Kopf von Freiberger. 2:0, damit ist der Deckel drauf. Der vierte Treffer im vierten Pokalspiel für Freiberger. Und mehr passiert dann auch nicht. 2:0 heißt es am Ende und damit zieht der Chemnitzer FC zum vierten Mal in Folge ins Sachsen-Pokalfinale ein. Carsten Kulke mit den Stimmen zum Spiel. Wir sind hierher gekommen schon mit der Vermutung, dass der Gegner tief stehen wird. Hatten dann in der ersten Halbzeit ein bisschen Probleme, da durchzukommen. Es war uns klar, dass es diesen Dosenöffner braucht, um den Gegner zu besiegen hier. Die Momente sind noch lange nicht zu Ende, da wird hoffentlich noch einiges kommen. Wenn wir dann reingehen, hochgehen, der Tag ist noch nicht vorbei. Aber
wie Sie schon sagen, die Kulisse von Beginn an, das haben wir hier noch nie erlebt oder in meinen 7 Jahren, wo ich in Wilsdruf bin. Grundsätzlich startet jedes Spiel bei 0-0 oder eigentlich immer. Von daher kann das immer in beiden Richtungen gehen. Wir haben das von der Einstellung aber sehr gut angenommen. Unser Matchplan war natürlich, so lange wie möglich verteidigen, füreinander da sein und dann diese ein, zwei Momente, die sich vielleicht im Spiel ergeben, den Lucky Punch finden. Dass das am Anfang, vor allem die erste Halbzeit, ein bisschen komplizierter war, ist halt so. Aber wir freuen uns sehr, dass wir natürlich im Finale jetzt stehen werden. Die Wilsdrufer ließen sich dann trotzdem noch feiern, zeigten heute auch wirklich einen couragierten Auftritt. Chemnitz Finalgegner wird dann am Donnerstagabend zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem FSV Zwickau entschieden.